मिल गई जिसको अहमदियत है उस पे हक की कमाल Ein doppelter Freudentag für die Pforzheimer Ahmadiyya-Gemeinde. Zur Grundsteinlegung ihrer Moschee auf der Hilfedinger Höhe kam Kalif Mirza Masroor Ahmad aus London nach Pforzheim. Er ist das religiöse Oberhaupt der muslimischen Glaubensgemeinschaft Ahmadiyya Muslim Jamaat. In einer Ansprache dankte Emir Abdullah Uwe Waggishauser der Pforzheimer Stadtverwaltung für die Kooperation bei der Genehmigung des Moscheebaus. Während nach dem Volksentscheid in der Schweiz dort keine Minarette mehr gebaut werden dürfen, wird die neue Ahmadiyya-Moschee in Pforzheim ein 10 Meter hohes Minarett haben. Kalif Mirza Masroor Ahmad erklärt die Bedeutung eines Minaretts. Minarett bedeutet übersetzt Leuchtturm. Das Minarett soll daher das Licht des Friedens und der Liebe verbreiten und es soll die Menschen zu ihrem Schöpfer rufen. Mit Segenssprüchen und Gebeten wurden die Grundsteine für die Moschee auf der Wüferdinger Höhe gelegt. Sie soll rund 170 Gläubigen Platz bieten, getrennt in Gebetsbereiche für Frauen und Männer. Was werden die Frauen später einmal alles in der Moschee unternehmen können? Wir bringen unseren Kindern bei, zum Beispiel Koran oder wir versammeln uns circa 2 bis 3 Mal in der Woche. Und das sind eigentlich ganz normale Treffen, wo sich die Frauen treffen oder halt auch so religiöse Diskussionen stattfinden. Ende 2010 soll die Moschee der Ahmadiyya-Gemeinde fertiggestellt sein. Geht es nach dem Willen einiger Pforzheimer Gemeindeglieder, soll hier dann auch ein Ort der Begegnung entstehen. Us pe haq ki kamal rehmat hai, us pe haq ki